Die verblassene Insel, ein imperfektes Paradies. Level 121, unsicher, gesichert, niedrige Entitätenanzahl, Überlebensschwierigkeitsklasse 2. Level 121 ist eine Archipelle, der aus mehreren bewaldeten Inseln mit einigen scheinbar endlosen Ozeanen besteht. Level 121 scheint 6 Inseln, 3 benannte, unterschiedliche Größe zu enthalten, von denen die Größe 30 Quadratmeilen, 77 Quadratkilometer groß ist. Der Tag- und Nachtzyklus doppelt so lang wie der Erde. Der Zyklus scheint keine Auswirkungen auf die Bewohnbarkeit der Inseln zu haben. Die Temperaturen gehen nie über 29 Grad Celsius und nie unter minus 1 Grad Celsius. Das Klima in diesem Level wird am besten als gemäßigt beschrieben. Die Luft ist unnatürlich still, da es zu keiner Zeit fast keinen Wind gibt. Es regnet jedoch extrem häufig Mandelwasser und gelegentlich gibt es auch Stürme. Die Entitäten hier werden nicht negativ vom Mandelwasser beeinflusst und trinken es zum Lebensunterhalt. Der größte Teil des Waldes auf der Insel ist altmodisch. Der prominenteste Entität auf dem Level sind Instanzen von Entität 147. Sie haben eine kleine Siedlung geschaffen, in denen sie umgebetete Wälder geräumt haben, wodurch ein neu wachsender Wald an den Grenzen geschaffen wurde. Es gibt etwa 300 Instanzen von Entität 147, die dieses Level bewohnen. Die Mehrheit von ihnen leben in einer Siedlung auf Irisia namens Domum Terra, die etwa 150 Einwohner hat. Die beiden anderen größten Inseln, Violetta und Ferebrena, haben jeweils 50 Einwohner. Über die anderen kleinen felsigen Inseln verstreut sind einige isolierte Instanzen. Draußen in dem Meer auf Holzbooten und schwimmenden Häusern finden sich die verbleibenden 50 Instanzen, die in einer Sammlung von Booten namens Domum Aquame zusammenleben. Einer der seltsamsten Teile dieses Levels ist die Tatsache, dass viele der Straßen und Gebäude der großen Landsiedlungen in den Ozean führen. Direkt unter der Oberfläche sind Unterwasserhäuser und Straßen zu sehen, die weiter in die Tiefen führen. Auf die Frage danach reagierten die Bewohner von Domum Terra gewaltsam und weigerten sich zu erklären, warum das so ist. Die Insel enthält eine Vielzahl von Flora und Fauna, die denen in den Frontrooms sehr ähnlich sind. Viele Arten haben jedoch ihr Aussehen verändert und verhalten sich sehr unterschiedlich als ihre Frontroom-Gegenstücke. Einige können als Gefahr, andere als nützlich oder harmlos angesehen werden. Wenn Sie in Level 121 reisen oder die Mac-Botschaft besuchen, ist es wichtig, sich diese Pflanzen und Tiere bewusst zu sein. Fauna. Butterfant. Butterfant sind fügsame Kreaturen und bei weitem die größten Tiere auf den Inseln. Sie sind wenig und wenig dazwischen, aber jeder von ihnen hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die Umgebung. Sie scheinen Frontroom-Elefanten ähnlich zu sein. Aber sie sind einsame Tiere. Anstelle von großen Ohren haben sie schmetterlingsähnliche Flügel an den Seiten ihrer Köpfe befestigt. Ihre eigentlichen Ohren sind viel kleiner und befinden sich hinter diesen Flügeln. Buttermündchen verwenden diese Flügel, um Wind zu erzeugen und Früchte von Bäumen abzuschütteln oder ihre Beute auf Äste zu stürzen. Sie sind Allesfresser, die sowohl Obst als auch kleine Säugetiere wie Katzenvögel fressen. Wenn sie aufgeregt sind, schlagen Butterfans schnell mit den Flügeln zusammen und erzeugen große Böen, die leicht Menschen wegblasen können. Obwohl sie keine ernsthafte Gefahr darstellen, wird empfohlen, sie in Ruhe zu lassen. Instanzen von Entität 147 schützen diese Art und jeder, der einem Butterfanten schadet, wird als Landdörfner verbannt. Elysisches Lamm. Das elysische Lamm ist eine äußerst wichtige und verehrte Art für Entität 147. Sie sind oft in den Rändern von Entität 147 Siedlungen zu sehen, obwohl sie extrem selten sind. Das elysische Lamm verhält sich wie ein normales Lamm, mit der Ausnahme der Tatsache, dass es in einer Wolle nicht funktionierende lila Augen züchtet. Entitäten 147 Fälle schneiden diese Augen häufig ab und tragen sie als Schmuck. Von Zeit zu Zeit werden Entität 147 Instanzen von Domum Aquare auf das Festland segeln, ein Elysus Lamm von Domum Terra nehmen und es in Marinas Festival zur Hase zu opfern. Sprunggänse. Sprunggänse sind sowohl visuell als auch biologisch identisch mit kanadischen Gänsen. Sie unterscheiden sich jedoch von kanadischen Gänsen dadurch, dass sie von Felsen in der Nähe von Wasser hoch in die Luft springen und dann kopfüber in den Ozean darunter tauchen. Sie verwenden diese Methode in erster Linie, um Fische zu fangen. Catbirds. Catbirds sind die einzig primäre Fleischquelle für Entität 147. Sie können sowohl als Geflügel als auch als Schädlinge betrachtet werden. Sie sind relativ harmlos, greifen aber immer noch alles an, was sich zu schnell bewegt. Sie sind auch kannibalistisch, sodass Catbirds voneinander getrennt gehalten werden müssen. Catbirds erreichen in 2 Wochen die volle Reife. Erwachsene Catbirds tragen jederzeit 2 Eier in sich. Nach dem Tod eines Catbirds nehmen die Eier Nährstoff aus dem Kadaver auf und werden fruchtbar. So dass Entität 147 Instanzen Catbird-Stifte gebaut haben, um ihre Eier und ihr Fleisch zu sammeln. Sixfish. Sixfish erinnern an Frontrooms Seesterne, mit Ausnahme der Tatsache, dass sie ein einzigartiges Auge in der Mitte ihres Körpers haben.
Sie werden Sixfish genannt, weil jedes Exemplar 6 Arme besitzt. Sie leben in flachem Wasser an der Küste der Insel und können mit ihren Armen langsam auf den Boden kriechen. Und ihre Augen können sich um 180 Grad drehen und ein breites Sichtfeld bieten. Sixfish sind Pflanzenfresser, die ihre Zangen auf dem Boden ihres Körpers verwenden, um Seetang und Pflanzen auf dem Meeresboden zu malen. Batbees. Batbees sind eine Mischung aus Fledermäusen und Bienen aus den Frontrooms. Sie haben Fledermausflügel und sind etwas größer als Bienen, aber kleiner als Fledermäuse. Batbees zeigen ein hohes Maß an Intelligenz und sind dafür bekannt, Neste wie Bienenstöcke aus Zweigen und Blättern zu bauen. Sie können gelegentliche Gurtbahnen von Spinnenbäumen aus Klebstoff für den Bau sammeln. Im Gegensatz zu Frontrooms-Fledermäusen haben sie ein ausgezeichnetes Sehvermögen und reisen in Gruppen oder Herden wie Vögel. Sie sind mit Krallen ausgestattet, um sich gegen Fila-Flowers zu verteidigen, wenn sie bestäubt werden. Batbees sind fügsam, bis man sich zu nahe an ihren Bienenstock nähert, auf dem sie heftig territorial werden. Ihre Stachel können bis zu 5 cm lang werden und können tödlich sein, wenn sie auf den Hals gerichtet sind. Batbee-Stöcke sehen oft aus wie kugelförmige Vogelnester. Flora. Spider-Trees. Spider-Trees sind eine häufigste und äußerst wichtige Baumart, die in Level 121 zu finden ist. Im Gegensatz zu den meisten Pflanzen sind sie Fleischfresser und imitieren die Jagdgewohnheiten von Spinnen. Anstelle von Blättern haben sie spinnenähnliches Gurtband, das sich zwischen ihren Ästen erstreckt und alles fängt, was hineinfliegt. Unbewusste Catbirds sind die Hauptbeute der Spider-Trees. Diese Netze sind für kleine Insekten und Tiere tödlich, aber für Entität 147 werden diese Netze leicht von Bäumen entfernt und als Klebstoff in allen möglichen Strukturen und Objekten verwendet. Es wird auch als Faden verwendet, um Stoffe zu weben. Fühlerblumen. Fühlerblumen sind kleine Blumen, die auf mehreren ansonsten normal aussehenden Bäumen wachsen. Für alle paar normale Blumen wird eine Fühlerblume sein. Fühler ragen aus den Stempeln heraus und suchen nach Insekten wie Bedbirds. Nach Kontakt beginnen sie sich einzukramen und in die Haut einzudringen, wobei sie Blut aus dem Opfer saugen. Sind in der Regel nicht gefährlich für den Menschen, aber in der Lage, kleinere Verletzungen wie die Dornen eines Brombeerbusches zu verursachen. Nadelfrucht. Nadelfrucht ist die primäre Frucht, die Entität 147 Instanzen konsumieren. Die Schale ist hart wie eine Mutter, kann aber durch Ausbringen von genug Kraft oder mit einem Holzwerkzeug gebrochen werden. So wird berichtet, dass das Innere wie eine Erdnuss schmeckt. Nadelfrüchte wachsen auf Nadelbäumen, die die Ränder der Siedlung für Entität 147 Instanzen säumen. Viele einheimische Tiere verwenden auch andere Mittel, um die Schale aufzubrechen und die Frucht im Inneren zu verzehren. Basen und Außenposten. Domum Terra. Domum Terra ist die größte Stadt in Irisia und das gesamte Level. Es hat eine Bevölkerung von etwa 150 Entitäten von 147 Instanzen und verfügen im Vergleich zu ihren ozeanischen Brüdern über eine überraschend einzigartige Kultur. Wenn eine wichtige Entscheidung getroffen werden soll, versammeln sich alle Mitglieder von Domum Terra im Dorfzentrum, um eine Mehrheit zu treffen. Domum Terra besteht aus mehreren Gebäuden aus Holzblättern, Felsen und Fell. Diese baumartigen Materialien werden oft mit Spider-Tree-Wendbahnen zusammengebunden. Trotz der zufälligen Architektur ihrer Gebäude scheinen die Bewohner von Domum Terra ihre eigene Kultur entwickelt zu haben, die ein angeblich unsterbliches Realitätsgebliebewesen als der Gärtner bekannt ist. Am Ufer von Domum Terra auf einem großen Steinaufsprung führt sich eine Steinstatue dieses Wesens, als auf das Meer schaut. Die Statue ist schlank und groß mit einem Lorbeerkranz um den Kopf und einem langen Schal um den Hals. Das Bemerkenswerteste daran ist, dass sein lockiges Haar auffällig lila gemalt ist. Eine sekundäre Statue, die auf den Gärtner zurückblickt, wurde beobachtet. Diese Statue ist fast vollständig ins Wasser getaucht und besteht aus demselben Materialien. Nur der Kopf ist über dem Wasser sichtbar. Auf die Frage bezeichnet die Entität 147 diese Statue rechtlich immer als der Marina. Die Marina-Statue zeigt lange schwarze Haare, gezackte Zähne und Schuppen, die auf ihrer Haut geschnitzt ist, sodass sie fast wie ein halbmenschliches Seeungeheuer aussieht. Seine leuchtenden violetten Augen beobachten endlos die Siedlung von Demum Terra unter dem Wasser. Die Bewohner von Demum Terra schützen die einheimischen Arten, die die Insel Irisia bewohnen. Äußerst schützend, sie erhalten eine stetige Versorgung mit Holz von Level 23, indem sie nicht zwischen ihm und Domum Terra hin und her no-clippen. Aus diesem Grund müssen sie auf Level 121 keine Bäume fallen, außer um Platz für Wohnraum zu schaffen. Es wird nicht empfohlen, einheimische Arten, auch Catbirds, in Gegenwart einer Entität 147 Instanz zu schädigen. Bürger von Domum Terra sind freundlich und bereit zum Handel, vorausgesetzt, sie folgen ihren Bräuchen. Ihre Ernährung besteht hauptsächlich aus Catbirds und Nadelfrüchten und bieten solche Ressourcen beim Handel. Domum Aquae. Domum Aquae ist die zweitgrößte Siedlung auf Level 121.
Es ist ein Konglomerat von Booten und schwimmenden Holzhäusern, etwa 5 Meilen, 8 Kilometer, vor der Küste von Irisia und Domum Tera. Viele dieser Boote sind im flachen Wasser an den Ruinen alter Gebäude verankert, die direkt unter der Wasseroberfläche liegen. Die Bürger von Domum Aquae essen große Fische und trinken Regenwasser auf den Dächern ihrer Häuser zum Trinken. Sie sind weniger handelsfreundlich, sind aber unter bestimmten Umständen immer noch bereit, es zu tun. Wenn sie planen, um in Aqua Daumum zu fischen, dürfen sie nur die größten Fische halten. Es ist üblich, kleine Fische zurück in den Ozean zu geben, um die Umwelt zu erhalten. Die Bürger von Domum Aquae verehren den Seemann. Alle 100 Tage segeln eine Gruppe von Bürgern nach Irisia, um ein Elysium-Schaf zurück nach Domum Aquae zu bringen. Dort werden sie die elysischen Schaf opfern und die Errungenschaften des Seemanns zu feiern, anschließend der Schaffung von Level 121. Während der Marina die primäre Gottheit von Domum Aquae ist, feiern die Bürger den Gärtner, auch auf eine kleinere Weise. Dies ist nicht der Fall auf Domum Tera, wo der Marina vollständig gemieden und von allen Feierlichkeiten ausgeschlossen wird. Mech Major Explorer Basis Fuchsia Botschaft. Die Fuchsia-Botschaft wurde von der MEC gegründet, um die diplomatischen Beziehungen zwischen Entität 147 Instanzen von Level 121 und Menschen zu verwalten. Jetzt gibt es 5 aktive Mitglieder. Lieferungen werden von Level 135 bis Level 23 empfangen. Wenn sie sich auf Level 121 befinden, ist es am besten, die Botschaft zu finden, die sich ganz rechts von Domum Tera befindet. Die Botschaft hat zahlreiche verlorene Wanderer geholfen, auf Level 135 und Level 23 zurückzukehren. Eingänge. Level 121 kann von Level 23 aus betreten werden, aber nur zufällig. Um dies zu tun, muss man das Wasserreservoir auf diesem Level betreten, die Wanderer nicht auf andere Level anstelle von Level 121 befestigen dürfen. Aus diesem Grund hält die MEC diesen Eingang für unzuverlässig. Instanzen von Entität 147 sind in der Lage, konsistent Level 121 bis Level 23 zu betreten. Wie sie es tun, bleibt unbekannt. Level 121 kann auch durch Tauchen in den Ozean auf Level 134 betreten werden. Das Segeln über das Meer am Ufer von Level 125 kann sie auch zu der Insel auf Level 121 führen. Gelegentlich wurde es berichtet, dass ein Versuch am Höhleneingang auf Level 7 zu Level 8 zu no-clippen, Menschen stattdessen auf Level 121 genoclippt sind. Ausgänge. Level 121 kann immer durch einen seltsamen leeren Baumstamm in der Nähe des Randes von Domum Tera verlassen werden. Entität 147 Instanzen sind immer kooperativ, um Wanderern jederzeit den Ausgang zu zeigen. Dieser Ausgang führt zu Level 23. Seit auch in den Ozean no-clippt sie in der Nähe des Rumpfes des Schiffes auf Level 85 oder in der Nähe der Insel auf Level 97. Das Segeln über den Ozean bringt sie schließlich an das Ufer von Level 125.